jetzt leider das Glasfaser austauschen zu müssen. Aber das geht relativ schnell. Und das heißt, die Videos kommen viel mehr. Ich kann Livestream aufnehmen und richtig genial. Ohne Lex Livestream aufnehmen. Oh, das ist Lust. Also hier ist nix. Ja. Kann ich viel mehr aufnehmen, ohne die ganze Zeit zu warten, bis ich diese Videos hochgeladen habe. Diese. Also schön. Hoffentlich ist es nicht begrenzt, dass YouTube irgendwie einen Riegel reinmacht. Ich hoffe es nicht. Kann ich mich natürlich auch besser auf andere Sachen konzentrieren. Zum Beispiel mal ein bisschen mehr Beschreibungen reintun. Wahrscheinlich. Ja, ich mache es leider nicht so gerne. Da dürft ihr gerne mich ein bisschen unterstützen, indem ihr bei einem neuen Video einfach mal einen Untertitel, also eine Beschreibung rein schickt, den ich machen soll. Weil ihr schaut ja das Video an, ich schaue natürlich das Video auch an, aber ich meine einfach dann bei YouTube was eingeben, bis dann habe ich es wieder vergessen. Hallo du. Schade, hier ist überhaupt nichts. Hat schon jemand gefahren. Ja, ich habe Big Story runtergeladen. Ich könnte jetzt eigentlich Two Worlds 2 aufnehmen. Mal schauen, anschauen. Aber ja, ich habe Bock auf Rennen. Und auf League of Legends habe ich auch Bock. Ja, am besten schreibt sie auch unten ins Video, in die Videokommentare, ob ihr ein bisschen Two Worlds 2 Flying of the Pirate Fortress oder so. Pirate of the Flying Fortress. oder ob ihr lieber jetzt mehr Breaking Parts habt, also noch mehr. Hier kommt ja fast nicht mehr nach. Verstehst? Ja. Schon gut. Das ist schon geil, wie immer wieder gestimmt wird. Bitte nur Breaking Parts! Ja, ich kann es ja machen, aber es bringt mir nichts, wenn niemand schaut. Ach naja, Recken ist halt auch kein Spiel, wo man den schauen muss. Ich warte immer noch auf diese Skater 5, damit es wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Momentan leider nicht. GTA 4 kann ich wegen diesem Scheiß System nicht spielen und aufnehmen. Also spielen kann ich schon, aber beim Aufnehmen ist es so extrem von Kacke. Dass ich auf die niedrigste Grafikeinstellung stellen. Obwohl ich so einen guten PC habe. Und das liegt aber auch an der schlechten Portierung. So weiter. Aber das Geilste ist, ich habe die drei, also die zwei Addons mitgekauft, aber ich kann sie nicht installieren. Ich kann sie einfach nicht installieren. Ich habe den Code richtig eingegeben, alles mögliche. Aber es heißt immer, du hast das Ding nicht online erworben oder so. Ich habe es online erworben. Ich habe es von Steam runtergeladen. Aber nein. Oh man. Ich verstehe das. Ich finde es grausam, wie Rockstar einfach den PC egal ist. Natürlich, am PC kann man nicht so viel verdienen, aber am PC gibt es leidenschaftlichere Spieler. Die bleiben länger im Game. So. Das muss man denken. Man ist immer nur auf die Zahlen aus, auf das Geld und so. Völlig blöd. Verblödet. Es gibt auf der Konsole kein Game,
dass so lange gespielt wird wie Diablo 2 auf dem PC. Oder World of Warcraft gibt sie auch nicht. Und trotzdem, alle wollen auf der Konsole das große Geld verdienen. So, natürlich, braucht sie heute mehr Spiele, so, weil sie nicht lange spielen, aber ja, es gibt keine andere Kinder. Ich war PlayStation 2 Fan, da war es alles noch in Ordnung. Heute PlayStation 4, größter Bullshit. Also sorry, aber das hängt so extrem hinterher. Und es kostet extrem viel Strom und Internetverbindung muss auch noch alles gemacht werden. Ja, dann brauche ich noch ein Decoder zum Aufnehmen. Ja, da bleibe ich lieber auf dem PC, auch wenn es nicht so viele neue Spiele gibt, die sich lohnen und so. Ich liebe die älteren Spiele spielen, weil die noch ein bisschen besser waren. Sind. Ja. Aber das ist auch wieder eine Verwöhnungssache. Auf dem PC ist man halt so extrem luxuriös verwöhnt. Hat nicht immer diese scheiß Werbung bei GTA 5. Gar kein GTA 5 haben schon, aber wir haben einen Mod für GTA 4 ohne Werbung, geil. Der auch lass anders einbringen. Dann haben wir noch Multiplayer mit mehr als 15 Spielen. Oh, ist das geil. Ah ja, ich könnte mal Just Cause 2 Multiplayer machen, das ist geil. Habt ihr Bock dafür darauf? Ist ja jetzt ein anderes Genre, aber ihr dürft es gerne sagen, hier für Video. Können wir den größten Mist machen. Ich habe Just Cause 2. Jetzt müssen wir nur noch Multiplayer 6 runterladen. Ich glaube, ich nehme es auf. So, da ist Quest vollendet. Diese blöde Lauferei fertig. Eins verstehe ich auch nicht. Man hat ein Pferd. Das ist Luxus, ja. Aber es galoppiert nicht. Oh mein Gott. Fail. Facepalm. Ich werde mir jetzt das nicht ausdenken, wie selten so ein Pferd war. Man wird gar nicht gezwungen, ein Pferd zu kaufen. Man bekommt kein Pferd. Nix. Doch einen alten Doggerfang. Ja, aber mehr auch nicht. Nein, ein Wolf ist es. Ja, self-help. Naja, ich reg mich zu viel auf. Tut mir leid. Ich muss was anderes aufnehmen. Ich werde mich mehr auf den Livestream konzentrieren, wenn ich, sobald ich Livestream habe, um zu spielen, damit man nicht gezwungen wird, eigentlich die Parts zu schauen. Aber es wird natürlich auch viel Spaß machen, weil ich mit euch diskutieren kann, mit euch spielen kann, das live. Jo, bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Ja, aber es kommen trotzdem noch viele Parts. Kein Ding, also keine Angst. Da mache ich dann meistens dann die die Schlachten. Ja, mehr gibt es leider momentan nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über eine Bewertung freuen.
ein paar Kommentare werden sendet. Und ja, abonnieren ist kostenlos, da dürft ihr immer wieder anklicken und wieder ausklicken, so wie ihr Lust habt. Es hilft mir natürlich sehr viel mit, wenn ihr mich abonniert lässt, aber das ist kein Zwang und ich will auch keine Werbung darüber machen. Also, aber ja, Dankeschön und tschüss, bye bye.